Phosphor. Ist das Element, was mich jetzt seit etwa einem halben Jahr lang beschäftigt. Und das hat alles mit einem Short angefangen, den ihr hier seht. Bei diesem Short habe ich einen kleinen Zaubertrick durchgeführt, bei dem magischerweise weißer Rauch aus den Fingerspitzen rauskommt. Das ist ein ziemlich alter Zaubertrick in der Chemie. Und was mich besonders überrascht hat, waren die Kommentare, die ich darunter bekommen habe. Schaut gut aus, ist aber mega giftig. Ist hochgradig giftig. Weißer Phosphor ist hiech giftig. Ist das nicht? Du hättest erwähnen können, bitte benutzt beim nächsten Mal, wenn du den Trick machst, ich finde einen Hinweis, weil du bitte auf warum kein Stehen schenken. Weißer Phosphor ist ein Stehen. Schön, dass du so gehst. Der Kanal ist bereit für das Nachschwören. Hochgiftig wie Cyanid. Und klar, Leute, die es mit der Sicherheit etwas zu ernst nehmen, gibt's unter vielen von meinen Videos. Wie zum Beispiel hier. Aceton ist hochtoxisch. Nicht ohne Schutzausrüstung arbeiten. Ich meine, das stimmt halt nicht. Wo hast du das her? Aceton ist nicht hochtoxisch. Aber die Menge und Ausführlichkeit der Kommentare hat mir dann doch etwas Sorgen gemacht. Und ein Kommentar hat ja das Video von Techtastisch empfohlen, das ich mir dann eben auch einmal angeschaut habe. Und da wollen wir jetzt halt eben auch einmal einen kurzen Blick reinwerfen. Was wäre denn jetzt der so oft erwähnte Worst Case bei Nachahmung des Versuches und Vergessen der Schutzhandschuhe? Naja, ihr würdet sterben. Okay, dieser Worst Case hört sich ganz schön übel an. Aber ich war neugierig und wollte mal ein bisschen tiefer gehen und schauen, wie wahrscheinlich ist dieser Worst Case eigentlich? Und bringt man sich wirklich in Gefahr, wenn man diesen Versuch zu Hause nachmacht? Das wollte ich in diesem Video einmal klären. Zuerst einmal zu den Basics. Was genau ist Phosphor eigentlich? Also Phosphor ist ein Element. Besser gesagt ein Nichtmetall, das im Periodensystem die Nummer 15 einnimmt. Man findet das in Mineralien und in unserem Körper nimmt es etwa 1% der Gesamtmasse ein. Dabei ist es hauptsächlich in Knochen verbaut, aber eben auch zum Beispiel in unserer DNA ist es ein wichtiger Bestandteil. Elementares Phosphor kann in verschiedenen allotropischen Modifikationen vorliegen. Das sind einfach nur fancy Wörter, die sagen, dass es verschiedene Formen haben kann. Bei Kohlenstoff wäre ein Beispiel dafür eben Diamant und Graphit. Beides ist reiner Kohlenstoff, aber unterschiedliche Formen und unterschiedliche Eigenschaften. Phosphor hat insgesamt 4 Modifikationen. Uns interessieren aber in Wirklichkeit nur 2, weil die anderen sind irgendwie, I don't know, komisch. Roter Phosphor ist den wir eigentlich am häufigsten aus unserem Alltag kennen. Vor allem haben wir ihn eben in Streichholzschachteln, beziehungsweise da in den Reibeflächen. Roter Phosphor ist auch die gechillte Version. Sie ist zwar brennbar, na klar, sonst würden die Streichholzschachteln wenig Sinn machen, aber roter Phosphor ist weder umweltgefährlich, noch toxisch, noch ätzend. Weißer Phosphor auf der anderen Seite ist das alles. Und um jetzt über den Versuch reden zu können, ob der wirklich so tödlich ist, wie oft gesagt, müssen wir natürlich einmal klären, was genau passiert eigentlich bei dem Versuch. Obwohl weißer Phosphor so extrem giftig und reaktiv ist, ist es eigentlich sogar die stabilere Form des Phosphors. Deswegen wandelt sich roter Phosphor in weißen Phosphor um, wenn dieser stark erhitzt wird. Und genau das wird bei dem Short-Versuch eben auch ausgenutzt. Man nimmt die Reibefläche von einer Streichholzschachtel und brennt diese ab. Während diese Reibefläche verbrennt, wird eben so viel Hitze erzeugt, dass der rote Phosphor in weißen Phosphor umgewandelt wird. Dabei ist aber ein Problem, weißer Phosphor ist ja auch brennbar. Das heißt, eigentlich würde der direkt weiter verbrennen und eben zu Phosphoroxiden reagieren, die dann sich einfach in der Luft verabschieden. Das Wichtige bei dem Versuch ist nämlich, dass man eine kalte Keramikplatte oder irgendwas aus Metall drunter legt. An dieser kann der weiße Phosphor dann wieder kondensieren. Das heißt, er wird dabei so stark abgekühlt, dass er nicht mehr weiter verbrennen kann. So, und weil ich mir gedacht habe, dieses Video würde ganz schön langweilig werden, wenn ich die ganze Zeit einfach nur über Phosphor laber, habe ich mir gedacht, ich könnte ja einfach noch einen Versuch dazwischen schieben, bei dem ich weißen Phosphor einfach so erzeuge und mal ein bisschen damit rumspiele. Und um weißen Phosphor herzustellen, habe ich erstmal roten Phosphor gebraucht. Den wollte ich aus Streichholzschachteln extrahieren. Dafür habe ich die Reibefläche mit einem nassen Tuch abgetupft und anschließend mit einem Spatel abgekratzt. Diese Reibeflächen bestehen aus einem Mix aus rotem Phosphor und Glasmehl, der durch Leim zusammengehalten wird. Außerdem habe ich wohl leider auch Teile vom Karton abgekratzt. Aber für die spätere Reaktion macht das eigentlich keinen Unterschied. Das Pulver habe ich allerdings noch in meinem Ofen getrocknet.
Aus insgesamt 12 Reibeflächen konnte ich etwa 300 Milligramm von dem Phosphor-Glas-Mehl-Mix rausbekommen. Und das kann ich jetzt so für die nächste Reaktion weiter benutzen. Bevor ich aber loslegen konnte, habe ich noch eine Sache gebraucht. Alchemisten haben früher Retorten benutzt, um Sachen unter Luftausschluss zu destillieren. Und so etwas wollte ich mir eben auch in klein nachbasteln. Dafür habe ich ein Reagenzglas in der Mitte stark erhitzt, um es dann da zu verbiegen. Dass ich mir aus meiner dunklen Garage aus Versehen eine Gartenschere anstelle von einer Zange genommen habe, habe ich erst hier gemerkt. Deswegen drücke ich hier damit so blöd rum. Aber irgendwie hat das Ganze trotzdem funktioniert. Naja, so halb in etwa. Damit hatte ich jetzt aber eigentlich alles, was ich brauche, um weißen Phosphor herzustellen. Ich habe dann das Pulver in meine Retorte gefüllt und jetzt erkläre ich euch einmal den Aufbau. Also, noch einmal zum Setup zur Erklärung. Wir haben hier ein gebogenes Reagenzglas mit dem roten Phosphor drin. Der rote Phosphor wird erhitzt, verdampft irgendwie, wandert dann da oben lang und kommt dann auf die Seite hier drüben. Also der Teil vom Reagenzglas, der im Wasser drin hängt. Da wird das Ganze wieder kondensieren. Wenn das Ganze kondensiert, wird es also im Endeffekt wieder flüssig, beziehungsweise dann irgendwann fest. Und tropft dann irgendwie da runter in das Becherglas. Das Becherglas, das ist mit Wasser gefüllt. Und Wasser reagiert mit Phosphor, beziehungsweise mit weißem Phosphor eben nicht. Das heißt, diese Phosphorbälle, die werden dann da unten drin sein. Wenn Sauerstoff, also Luft, irgendwie an den weißen Phosphor drankommen würde, das wäre schlecht, weil dann würde der verbrennen. Deswegen musste es im Wasser sein. Ja, und jetzt werde ich das Ganze einmal probieren. Ach, wie schön die Sonne scheint. Ist doch ein perfekter Tag, um in seinen Garten Chemie zu machen. Ich habe dann also angefangen, die Retorte mit meinem Gasbrenner anzufeuern. Durch noch vorhandene Feuchtigkeit und die ausdehnende Luft sind ein paar Blasen durchgekommen. Aber ich habe vorsichtig einfach weiter erhitzt, in der Hoffnung, dass der rote Phosphor sich bald in weißen Phosphor umwandelt. Und tatsächlich hat sich das Reagenzglas komplett mit erst weißem und dann leicht gelblichem Rauch gefüllt. Ich war richtig glücklich, dass einmal alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wobei, Spoiler an der Stelle, nicht mehr lange. Oh. Aber bevor es hiermit weitergeht, möchte ich noch einmal zurückkehren zu dem Short-Versuch und zu der eigentlichen Thematik von dem Video. Denn da sind wir ja auch ungefähr so weit gekommen wie hier jetzt. Wir haben weißen Phosphor auf einer Keramikschüssel hergestellt. Der Versuch geht dann so weiter, dass man das Verbrennungsprodukt mit seinen Fingern einmal aufschmiert, die Finger dann aneinander reibt und durch die Reibung im Endeffekt so viel Wärme produziert wird, dass der weiße Phosphor mit dem Sauerstoff an der Luft reagieren kann und wieder diese Phosphoroxide bildet. Die steigen dann eben als dieser weiße Rauch nach oben. Das heißt, wir reiben weißen Phosphor zwischen unseren Fingern. Das klingt auf jeden Fall schon mal irgendwie gefährlich. Aber ich stehe ja noch. Ich hatte auch nach dem Versuch keinerlei gesundheitliche Komplikationen oder ähnliches. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal in das Techtastisch-Video reinschauen, denn er hat netterweise ein paar Quellen angegeben, wenn man sich ein bisschen näher noch zu dem Thema informieren möchte. Für den Fall, dass ihr euch jetzt genauer über die Wirkung von weißem Phosphor informieren wollt, habe ich euch ein paar Links in die Beschreibung gepackt. Und da habe ich mir gedacht, da sind doch sicher auch ein paar Quellen dabei, die die Aussage, dieser Versuch kann dich im Worst Case töten, unterstützen können. Na gut, von den Quellen haben wir jetzt einmal Wikipedia, einmal Seilnacht, das ist basically das Wikipedia für Schulchemie, und einen Artikel über Phosphor, der an Strand gefunden wird und weil Leute ihn mit Bernstein verwechseln, sich in die Tasche stecken und dann anfangen zu brennen. Über den Versuch habe ich hier jetzt nichts gefunden. Deswegen habe ich selber etwas nachgeforscht und alle Quellen, die ich hier eben anbringe, werden auch später in der Videobeschreibung sein. Das erste, was ich gefunden habe, ist natürlich die Zahl, die immer fällt. Und zwar ist das die sogenannte Lethal Dose. Diese gibt im Endeffekt an, wie giftig ist ein Stoff, beziehungsweise ab welcher Menge kann ein Stoff dich umbringen. Dabei lässt sich noch unterscheiden, ob hierbei der niedrigste Wert angegeben wird, der jemals festgestellt wurde für einen Todesfall, oder ob man den LD50, also den Wert angibt, bei dem etwa, ja, so die Hälfte der Leute sterben. Der Durchschnittswert eben. In dem Video von Techtastisch wird erwähnt, 50 Milligramm orale Aufnahme können schon ausreichen, um einen Menschen zu töten. Das heißt, um einen Menschen mit 50 Milligramm weißen Phosphor zu töten, müsste dieser Mensch 37 Kilogramm wiegen. Während andere Quellen den Lethal Dose Wert sogar bis 22 Milligramm pro Kilogramm
hochrechnen. Das heißt, unsere 37 Kilogramm schwere erwachsene Person müsste dann schon fast ein Gramm von dem weißen Phosphor oral zu sich nehmen, um dadurch tatsächlich auch zu sterben. Wobei ich mich jetzt auch nicht auf diese hochgegriffenen Zahlenwerte verlassen würde. Es ist ja immer relativ, in welchem gesundheitlichen Zustand man sich befindet, wie jetzt gerade die Leber mitmacht oder, naja, deswegen, da ist es schon eher klug, sich an den niedrigsten Werten zu orientieren. Ich fand es auch ganz interessant, mal darüber zu lesen, wie man diese Werte überhaupt gefunden hat. Und zwar bin ich da beispielsweise auf eine Geschichte von einer Frau gestoßen, die Rattengift eingenommen hat. Die Frau hat dabei 3,9 Gramm von einem Gift mit 4% weißem Phosphor eingenommen und ist nach ein paar Tagen verstorben. Aber was ist jetzt hier eigentlich das Problem? In dem Versuch geht es ja nur darum, den Phosphor zwischen seinen Fingern zu reiben und nicht unbedingt die Finger sich abzuschlecken. Somit gibt es auch keine orale Aufnahme und da kann einem die Giftigkeit ja eigentlich auch egal sein, oder? Naja, nicht wirklich. Nach meinen Kommentaren und dem Video ist weißer Phosphor transdermal. Denn man nimmt auch über die Haut diverse Substanzen auf. Und was mache ich nochmal bei dem Versuch? Ich reibe den Phosphor auf meine Haut. Das hört sich irgendwie schlecht an. Und das stimmt natürlich auch. Ein weißer Phosphor kann durch die Haut aufgenommen werden. Es gibt aber hier tatsächlich auch Werte. Tatsächlich liegen hier keine quantitativen Untersuchungen vor. Aber anhand von physiochemischen Eigenschaften konnte man den dermalen Flux auf 0,0002 Milligramm pro Quadratzentimeter mal Stunde berechnen. Das bedeutet, wenn man seine Hände und Unterarme in einer mit Phosphor angereicherten Lösung halten würde, würde man über eine Stunde exakt 0,4 Milligramm aufnehmen. Und natürlich kann man jetzt auch hier wieder argumentieren. Weißer Phosphor löst sich nun einmal sehr schlecht in Wasser und in dem Versuch wird ja weißer Phosphor direkt auf die Haut aufgetragen und nicht in einer wässrigen Lösung behandelt. Aber tatsächlich gibt es eben auch hier wieder Zahlen. Anhand von Tierversuchen an Mäusen konnte man einen dermalen Lethal Dose Wert bestimmen. Dieser liegt bei 100 Milligramm pro Kilogramm. Unsere 37 Kilogramm schwere erwachsene Person müsste dadurch auch schon 3,7 Gramm auf ihre Haut auftragen, damit sie dadurch sterben würde. Es wurde hier auch angemerkt, dass die Werte tatsächlich verzerrt sein könnten, also niedriger sind als tatsächlich, da der weiße Phosphor so starke Verätzungen an der Haut ausgelöst hat, dass dieser im Endeffekt direkt in den Blutkreislauf laufen konnte und nicht erst durch die Haut langsam absorbiert werden musste. Und auch für Verätzungen haben wir hier viel zu wenig weißen Phosphor bei dem Versuch. Und wenn man jetzt doch mal so viel Phosphor eingenommen hat, dass es tatsächlich zu einer Vergiftung führt, wie genau schaut die eigentlich aus? Nun ja, wir haben Magenschmerzen, Erbrechen, Schocksymptome, Durchfall, Leberzellschädigung, Gelbsucht, starke Blutungsneigung, Störungen des Stoffwechsels, lebensbedrohliche Arrhythmien, Nierenschädigung, Tod durch Leberkoma, Zirrhose. Also nochmal hier an der Stelle. Weißer Phosphor gehört mit zu den toxischen anorganischen Stoffen überhaupt, die es gibt. Und ich habe hier noch nicht mal über die chronischen Folgen geredet, sondern nur, was passiert, wenn man sich akut vergiftet. Die Folgen waren eine fahle Gesichtsfarbe, Appetitsverlust, Abmagerung, Durchfall mit Darmkrämpfen. Ich möchte hier nicht sagen, dass Phosphor ungefährlich ist. Weißer Phosphor ist sehr toxisch. Es ist wirklich nasty Zeug. Apropos, was macht denn der große Versuch? Die Umwandlung von dem roten Phosphor in den weißen Phosphor hat ja soweit ganz gut funktioniert. Allerdings hat sich der weiße Phosphor in der Beuge hier angesammelt. Eigentlich sollte der ja rüber destillieren, also habe ich versucht, ihn nochmal zu erhitzen in der Hoffnung, dass er das noch macht. Das Problem daran war jetzt leider mein Setup. Eine Holzklammer zu benutzen war hier vielleicht nicht die klügste Idee. Oh oh. Ich musste jetzt also noch schnell das Setup ändern. Dafür habe ich den Versuch ganz kurz alleine gelassen. Und hier könnt ihr einmal schön zuschauen, was mit dem Versuch passiert ist, als ich kurz weg war. Och nö, du. Okay, also. Ich war kurz weg und habe mir Handschuhe besorgt und alles Mögliche. Und jetzt sehe ich hier, dass sich dieses Reagenzglas mit Wasser vollgesaugt hat. Weil es natürlich war heiß drin und überall Dampf und so weiter. Ja,
Aber dadurch, dass das jetzt abgekühlt ist, während ich weg war, ist dann ein Unterdruck entstanden, der sich in das Reagenzglas vollgesaugt hat. Und damit sind meine Chancen, jetzt noch was drüber zu destillieren, praktisch null. Aber ich glaube, es ist noch nicht alles verloren. Aber schaut mal her. Da unten. Ich sehe gar nichts mehr. Dieses eine Kügelchen. Das ist ein Traum. Das ist genau das, was ich haben will. Du hast mich nicht enttäuscht, kleines Kügelchen. Das bringt mir Tränen in die Augen. Vielleicht ist das auch der Phosphor. Hier könnt ihr übrigens noch sehen, wie ich versuche, etwas aus dem Reagenzglas zu retten. Und schaut euch einmal diesen Style an. Möchtet ihr auch dieses Outfit tragen? Dann braucht ihr diese Arena-Schwimmbrille. Weißer Phosphor reagiert mit Luft zu Phosphoroxiden. Und Phosphoroxide reagieren mit Feuchtigkeit zu Phosphorsäure. Du möchtest keine Phosphorsäure in den Augen haben. Dann braucht ihr natürlich noch eine angefeuchtete Designermaske, da ihr keine Phosphorsäure in der Lunge haben wollt. Rundet jetzt noch euer Outfit mit einem alten Laborkittel und einem paar weiße Handschuhe ab. Und fertig ist das Outfit, das man tatsächlich zu jeder Gelegenheit tragen kann. Wo war ich stehen geblieben? Okay. Ich versuche jetzt einmal diesen kleinen süßen Tropfen von weißem Phosphor da unten rauszuziehen, um zu zeigen, was man denn damit machen kann. Da ist der Kollege. Weil der eben noch nass ist, passiert mit dem auch noch nicht so viel. Aber ich versuche den jetzt mal aus dem Tropfen rauszuziehen. Und jetzt gehe ich einmal kurz mit dem Feuerzeug hin. Und das geht ab. Das geht richtig ab. Der weiße Phosphor brennt hier einem weg. Und es raucht ordentlich. Jetzt hat's aufgehört. Also, nur so ein kleines Häufchen, nur so ein kleines, wirklich war vielleicht ein Millimeter, zwei Millimeter Durchmesser. Brennt schon ordentlich, ja. Und jetzt hatte ich noch dieses Reagenzglas, das mit weißem Phosphor gefüllt war. Ich wollte irgendwie, dass der weiße Phosphor abreagiert, weil ich nicht unbedingt eine hochtoxische Substanz zu Hause behalten wollte. Deswegen habe ich angefangen, das Reagenzglas zu erhitzen, damit die Reaktion mit dem Sauerstoff beschleunigt wird. Aber auch danach habe ich noch viel weißen Phosphor in dem Reagenzglas gesehen. So, und weißt du was? Dass das Ganze ein bisschen schneller geht, weil ich hatte das Gefühl, in das Reagenzglas kommt nicht so viel Luft rein. Lassen wir doch die Luft ein bisschen an den weißen Phosphor ran. Ach ja. Okay. An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, das, was ich hier gemacht habe, soll auf keinen Fall zu Hause nachgeahmt werden. Es wird hier tatsächlich mit sehr gefährlichen Mengen gearbeitet und wie man offensichtlich sehen konnte, eine Verbrennungsgefahr besteht hier auch auf jeden Fall. Jetzt wollte ich noch einmal über die Fragestellung ganz am Anfang von dem Video nachdenken. Kann dieser Versuch mich wirklich umbringen im Worst Case? Sogar wenn wir annehmen, dass bei oraler Aufnahme 50 Milligramm weißer Phosphor reichen, um zum Tod zu führen. Wenn wir annehmen, dass 100% von dem roten Phosphor in weißen Phosphor umgewandelt wird und nichts davon weiter verbrennt. Und auch wenn wir annehmen, dass wir den weißen Phosphor nicht zwischen unseren Fingern verreiben und abreagieren lassen, sondern direkt abschlecken und in den Mund aufnehmen, dann würde uns das immer noch nicht umbringen. Ich habe versucht, aus Streichholzschachteln den ganzen roten Phosphor rauszuziehen. Aus 12 Schachteln habe ich insgesamt 300 Milligramm rausbekommen. Das bedeutet, pro Reibefläche haben wir eine Menge von etwa 25 bis 30 Milligramm. Und dabei ist nicht nur reiner roter Phosphor drinnen. Wir haben außerdem Glasmehl, Leim und ich habe ein bisschen von dem Karton auch noch mit abgerieben. Und egal, was mit dieser Menge an Phosphor gemacht wird, umbringen kann der euch nicht. Zumindest ist nicht nach dem, was die Zahlen, Studien und Statistiken einem empfehlen.
Und ich glaube auch, dass Techtastisch tatsächlich dieser Meinung war, denn in dem Video wurde auch gesagt, dass der Versuch vermutlich ungefährlich ist, da eben mit so kleinen Mengen rumexperimentiert wird. Und die Empfehlung, die er in dem Video gibt, den Versuch lieber mit Schutzhandschuhen zu machen, ist ja auf jeden Fall keine falsche. Damit minimiert man auf jeden Fall das Risiko, dass man sich irgendeine Phosphorvergiftung reinholt. Und was man ja auf jeden Fall niemals tun sollte, ist Versuche hoch zu skalieren. Wenn man sich denkt, der Versuch sah jetzt mit einer Streichholzreibefläche richtig cool aus, lass das mal mit 10 Reibeflächen machen und dann versuchen, das zwischen den Händen zu zerreiben. Das ist halt einfach eine dumme Idee. Deswegen sollte man niemals Versuche hochskalieren, wenn man keine Ahnung hat, was man dabei eigentlich macht. Aber dann, warum habe ich dieses Video eigentlich gemacht? Ich stimme Techtastisch ja vollkommen zu, dass der Versuch sicherer ist, wenn man ihn mit Handschuhen durchführt. Ich finde, zum einen geht eben ein Teil der Magie verloren, was ja die Chemie eigentlich ist. Es ist legitim Zauberei, nur dass man sie mit Wissenschaft erklären kann. Und ob man jetzt Rauch aus seinen bloßen Fingerspitzen erzeugen kann oder durch einen Handschuh, macht für mich schon ein bisschen einen Unterschied. Und zum anderen finde ich, dass einfach ein schlechtes Bild von der Chemie vermittelt wird. Alles, was den Leuten an dem Versuch im Kopf bleiben wird, ist, wie giftig und tödlich dieser Versuch ist, wenn sie ein Video dazu sehen. Damit sind eben diese schlechten Konnotationen im Kopf. Alles, was Chemie macht, ist böse und es kann dich umbringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du diesen Versuch einfach so zu Hause nachmachst, stirbst, sind nahezu null, meines Erachtens nach. Und ich finde halt, dass man Leuten eher den Spaß oder die Lust auf die Chemie bringen sollte, anstelle ihnen davor Angst zu machen. Klar macht man sein Video damit interessanter und bringt die Leute eher da drauf zu klicken, wenn fett vorne drauf steht, dieser Versuch wird dich umbringen. Wahrscheinlich wird das auch auf meinem Thumbnail stehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren darüber diskutiert. Habe ich eure Ansichten zu dem Versuch ein bisschen geändert? Hängt ihr immer noch daran, dieser Versuch sollte so nicht durchgeführt werden und nur mit Schutzausrüstung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Neben den Quellen ist natürlich auch das Video von Techtastisch unten verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, er macht einfach geile Videos. Und danach kommt wieder auf meinen Kanal zurück und schaut euch ein weiteres Video von mir an. Das Video hier ist ja jetzt doch etwas länger geworden, aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da.